Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Bitch Lens. Hier liegen ganz viele Holzstämme auf dem Boden rum. Was machen die denn da? Hast du die da hingelegt? Ich hab die eigentlich in die Kiste gepackt. Nee, da liegen hier auf dem Boden rum, aber. Du. Ich tu da meine Kiste. Wo ist welche? Wo? Da. Holz. Ja, du kannst die ja nicht. Es gibt ja nur Zweier-Stacks. Du hast wahrscheinlich versucht, die irgendwie auf den anderen drauf zu ziehen oder sowas, ne? Kann das sein? Kann sein, ja. Kann das sein? Kann ja, sein? Kann sein. Kann ja, das sein. Kann sein. Hast du auch irgendwo quietsch, 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 quietsch. Bist du für deine Pfeile? Ja. Let's play Quietsch Party. Ich glaube, wir haben schon Titel für die Folge gefunden. Sexy Tür. So. Quietsch Party. Die Pfeilkiste ist hier drüben in dem einzelnen Haus neben dem Dorfzentrum Gedönse. Da sind die ganzen Waffenrüstungen und auch Pfeile drin. Ey, packst du nackten Mann an oder was? Du bist nicht nackt. Jetzt flatscht ich. Ich hoffe, das hat man gehört. Ja, das hat man gehört. Ach, schön, schön, schön. Ja, es schneit übrigens. Oh Gott, Schnee. Wie gern hätte ich jetzt Schnee, Schnee im Sommer. Schnee im Sommer. Ja. Gruselig ist, wenn man zeitgleich das Gleiche sagt. Ja, wir denken auch leider ein bisschen viel zu sehr das Gleiche. Nein, das ist ein Gerücht. Aber ich glaube, das kommt irgendwann mit der Zeit. Kannst du das bestätigen, Noemi? Ja. Beruhigend. Hier ist ein Hirsch. Wo, war, wie, was? Links. Weiter unten auf jeden du Fall. Da, wo ich bin. Du verscheust den. Da zu spät. Oh, die Frau, ne? Nee, jetzt steht er weiter oben. Warte, wieder zurück. Ein Treffer habe ich. Jetzt ist er gerade an mir vorbeigerannt. Steht jetzt hier. Ja, wo? Hinterm Baum? Rennt jetzt wieder zurück. Nee, der rennt nicht zurück, der rennt weiter den Berg hoch. Hier hin, glaube ich. Da ist es er. Wird hell! Ja, das dachte ich mir auch. So, vor. Du glaubst auch nicht, dass du wegkommst, Hirsch. Das Lagerfeuer hat gerade mal wieder einen. Komm Baumstamm mit ans Lagerfeuer, verloren. Denn das Lagerfeuer liebt das Lagerfeuer-Lied. Keine Ahnung. Butterfeuer-Feu. Was eigentlich mit dem Stein hier? Hallo Skelett. Ich glaube, wir haben die hier schon alle. Wo ist denn der Hirsch hin? Nein, den hatten wir noch nicht. Da ist der Hirsch. Du kapitale Mistsau, du. Jawoll! So, dann wollen wir mal den Hirsch aufbrechen. Das hört sich auch immer an. Aber sagt man ja so nach der Jagd, ne? Es wird wirklich hell, oder? Oh, ich habe ein bisschen Hunger. Es wirkt auf jeden Fall so. Was? Boah, die Geräusche, wenn man was im Inventar, also diese Schnelltasten wechselt, das hört das sich halt so. Jo. Was war's? Leer gefarmt. Ich habe hier noch einen schönen Stein. Der ist so erotisch. Da ist ein Skelett hier irgendwo. Ja, schon die ganze Zeit. Es kam an, als ich auf dem Stein stand. Ich komm zu dir. Kommst du zu mir, mein Schätzelein? Hier sind zwei Steine. Also seit mich dieser Drache verfolgt hat, habe ich überhaupt keine Angst mehr. Aber als das so war, hast du Beine gekriegt. Ja, so schnell bin ich noch nie gerannt. Ich war auch tatsächlich erstaunt, dass du dich überhaupt so schnell bewegen kannst. Normalerweise, ja, und dass ich das überlebt habe, erst recht. Normalerweise kenne ich dich nur in so einer Geschwindigkeit, also sagen wir mal, ne, noch einen Meter weniger pro Sekunde und du läufst rückwärts. Du hast schon gedacht, es gibt gleich Elabraten, ne? Oh, nee, fürs Sterben bin ich zuständig. Ich wollte gerade sagen. Da kommt die Ela. Ja, ich nehme erstmal den hier. Ja, mach mal ruhig. Ich gehe mal ganz kurz da hinten mich um den Werwolf kümmern, ja? Jo. Übrigens finde ich das sehr schön, dass ich euren Namen sehen kann. Ja. Das ist toll, ne? Dann kannst du dich, Hallo Wölfchen! So
Ah ja, hör mal, Film. Fang an zu quietschen. Hat er. Fiesi Wolfmatsch. Mir ist kalt. Hat dir warme Gedanken? Aber wie ich diesen Spruch gehasst habe, ey. Also damals, als ich noch ein kleines Schulmädchen war, meine ich natürlich. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich glaube, ich hatte hinten ein Gebäude gesehen und wollte das inspizieren. Genau, da hinten ist es. Da la 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 la. La 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 la. La 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 la. Es wird übrigens warm, also heiß, also hell. Das eine... Stimmt, alles das gleiche. Das eine resultiert aus dem nächsten. Ja, fängt ja alles mit H an. Genau. Dankeschön, dass du mich hier ein bisschen aus der... Ne? Bitte. Hier liegt ein Skelett rum. Ein Schildchen ein bisschen. Oh, ein Worn Leather Armguards. Ja, da war ich. Da bin ich doch letztens gestorben. Oh, dann ist das dein Skelett vielleicht. Ja, das kann gut sein. Ich hab hier überall schon meine Skelette liegen. Wieso habe ich jetzt gerade einen Ohrwurm von Taking the Hobbits to Isengard? Du bist verrückt, deswegen. Ach man. Jetzt muss ich in dieses schöne Video da. Beim Dreh. Mit diesem Herrn. Zu gut. Oh Mann. Ja, zum Glück sind wir total beim Thema vom Spiel und gar nicht irgendwie bei all möglichen anderen Sachen. Wieso? Die Baumguards, die Ents gibt's ja hier auch. Ja, und du bist der Hobbit. Du bist der mit den Haaren auf den Füßen. Hauptsache, sie kloppt sich erstmal schön ein da. Was haltet ihr? Ja, ich muss ja was gegen die Kälte tun. Ja, ne, da schrubbt man sich ein, da wird einem warm, weil das ist richtig. 4 gegen Willi. Was macht die Noemi eigentlich da hinten? Ela ist fleißig am Prügeln. Achso, ja, ich bin auf dem Weg zurück. Ich auch. Aber schön, dass wir uns kurz. Beide leer. Beide leer? Beide leer. Das ist eine Spielflasche leer. Yep. Oh, Noemi hat aber zum Kloppen gefunden. Ja, links von mir, glaube ich. Uck. Uck, uck. Ja, es war nur ein kleiner Stein, aber immerhin. Ja, ja. Auch ein kleiner Stein macht Mist. Was mit dem großen Stein hier? Hast du den schon geklopft? Nee, hab ich noch nicht. Oh! Ich kann auch noch ein bisschen klopfen. Ich habe auch noch Hämmer in der Tasche. Oh, guck mal, auf Quality Metal. Wie wäre es denn tatsächlich eigentlich mal, wenn es gleich hell ist, wenn wir unsere ganzen Quadradamsch mal zusammenpacken und dann mal wieder zum Berg hochgehen? Ich glaube, dafür brauchen wir dann tatsächlich ziemlich viele Taschen, oder? Kann man die Truhen gefüllt aufheben? Weiß ich gar nicht tatsächlich, aber die ganzen Sachen sind ja tatsächlich auch schon in Taschen eingelagert. Das heißt... Ja, nicht alle. Ja, nicht alle, aber das Wichtigste halt. Ja, mir ist ein bisschen kalt. Ja. Ich muss dann, glaube ich, mal in die Schmiede. Wie einfach mal alles bei Noemi rausfällt, bei mir gar nichts mehr. Aber dafür fällt es schneller, wenn wir zu zweit klopfen. Sollten wir immer so machen. Ja, ist Ende. Das war's. Erstmal aufwärmen. Erstmal schön die Zündschnur ans Feuer halten, sagst du? Oh. Oh, ein Woodstick. Super, ich wollte schon immer mal einen Woodstick haben. Ela, darf ich dir meinen Woodstick zeigen? Nee, lass mal. Boah, kannst du mal Emi zeigen, vielleicht will die das sehen. Das klingt jetzt gerade wie so ein Pinocchio-Porno. Soll ich dir mal meinen Woodstick zeigen? Oh Mann. Oh, Pinocchio, du warst aber unartig. Oh, scheiße. Jedes Mal, wenn du lügst, dann wächst dein Butz. Ja, aber hallo. Mann, Mann, Mann. Kinderhörspiel. Ich hab doch nichts gesagt. Nee, stimmt. Wir waren gerade bei Butzdick. Und bei Pinocchio. Genau. Ja, aber... Das könnte ja auch die Nase sein. Ja. Ich meine, was sollte es jetzt sonst gewesen sein? Ich meine, da...
Scotchy benehmlich. Ach, schön, du. Ich repariere mich mal ein bisschen, wa? 42%, 93%, 97%, 97, obwohl 7, 79 da steht. Ja, ich bin wach. Jo, aber können wir das mal ganz kurz eben hier in die, unsere Metallkiste reinlagern und mal gucken, was wir denn jetzt so insgesamt alles jetzt bei der Klopprunde gekriegt haben. Soll ich auch einlagern? Ja, ich bitte drum. Welche ist denn das? Da liegt der High Quality Metal Ore. Ja, wo ich stehe. Okay. Nee. Irgendjemand hat schon wieder hier durcheinander geordnet. Die, hier unter ist der auch. Die Metalltruhe ist immer unter der Schmiede gewesen. Da, wo Ela jetzt gerade drin ist, genau. Ja, da war aber vorher schon was drin. Ja, Steine waren da drin. Ja, das habe ich da auch. Irgendjemand müllt schon wieder die Kiste zu. Oh Mann, egal. Muss ich die nächsten 5 Folgen halt wieder toll sortieren. Da ist was fallen gelassen worden. Ja. Hast du aufgehoben? Ja. Kann ich jetzt an die Kiste? Kann ich jetzt an die Kiste? Dann darfst du. Danke. So, 5. Wie hoch kann man die Dinger stecken? 5? Oh, 15 Stück, das ist ja geil. Und wahrscheinlich noch mehr, oder? Nein. 15 ist Max. Was zum... Was war das? Ein Wolf. Ein Wolf. Ein kunterbunter Wolf. Ein Wolf, das ist nie verkehrt. Ein Wolf, wo man Bären hört. Ein Wolf. Ah. Und ich weiß gar nicht genau. Ein Wolf. Davon wird man noch nicht satt, du. Apropos wird nicht satt. Haben wir das Feuer noch an da hinten in der... Ne, doch, ja, das brennt noch, das brennt noch. Da hinten kommt der Drache. Ja. Flap, 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 flap. Ach, du weißt doch, wenn der Drache kommt, wird einem warm. Das ist richtig. Hat jemand einen Woodlock gerade in meiner Tasche? Können wir ganz schnell herkommen? Das Feuer ist nämlich... Nee, gerade nicht. Das Ding ist nämlich gerade noch so ein bisschen am Rumpöffern. Aber ich hol. Na, vielleicht schaffe ich das gerade auch nochmal rechtzeitig. Quiek, quiek. Bin fast da, bin fast da. Los, steck mir den Lock rein, du Sau. Zu spät. Was ist denn heute los, ey? Zu spät, wie gesagt. Ach, ich hol nochmal Flints. Jo. Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, aber warum machen Skelette eigentlich überhaupt Geräusche? Die Fauchen? Ja. Ich weiß nicht. Aber Skelette können keine Geräusche machen, sie bestehen doch nur noch aus Knochen. Sie haben keine Stimmbänder mehr oder sonst irgendwas, was Geräusche machen könnte. Gut, abgesehen davon, warum kann sich ein Skelett überhaupt bewegen, ne? Wenn keine Muskulatur mehr da ist. Das Feuer ist immer noch nicht an. Ja doch. Nein, das ist aus. Jetzt ist an. Jo, machen wir denn die Futterienkiste nochmal gleich? Die ist ja hier runtergerutscht, ne? Genau. Runtergerutscht, weil wegen Drachenangriff. Macht zwar jetzt keinen Sinn, nicht wirklich, aber man kann zumindest so argumentieren. Söchen, da haben wir hier nochmal ein bisschen Fleisch. Alter, wie viel Fleisch ich hier gesammelt habe. Das ist ja schon fast schön, ist das schon fast. Wieso ist das... Hä? Na gut. So, eure Entscheidung. Also ich möchte jetzt nicht immer alles hier irgendwie alleine vorgeben, sagen, wie auch immer. Wollen wir jetzt hier bleiben oder vielleicht noch ein bisschen expandieren? Vielleicht auch mit, ja, Lichter gehen ja leider nicht. Außer natürlich mit Lagerfeuer. Wir könnten das Ganze hier ein bisschen mit Lagerfeuer aufhellen. Wir müssen halt nur dann immer regelmäßig halt neu bestückt werden, ne? Ja, ich bin dafür, dass wir hier wirklich einfach mal noch mehr Hütten bauen. Ja, fangen wir damit an, wenn es hell ist, ne? Tatsächlich. Ja. Ein paar Holzhütten vielleicht noch. Ja. Mein Platz haben wir hier genug mittlerweile. Eben. Den Weg zum Drachenturm hatten wir ja markiert. Das war ja kein Problem. Also zum anderen kommen wir auch wieder zurück. Und da waren wir auch eine Nacht und sind da tatsächlich ja keine neuen Gegner gespawnt irgendwie. Doch, ab. Flott.
Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass da keine neuen Gegnerarten gespawnt sind. Arten jetzt nicht, nee. Aber ich glaube, wir schicken Noemi gleich mal zum Strand. Warum? Oh, weiß nicht. Du könntest ein bisschen Farbe vertragen. Ja, wir brauchen noch ein paar Frost-Fern-Bandages da, also diese Fahndinger. Ja. Diese ganzen Sachen lohnt sich eigentlich gar nicht zu reparieren. Obwohl doch die eine Axt hier, die könnten wir, die Broken Metal Axt, die könnten wir tatsächlich mal reparieren. So, Rüstung ist hier auch noch ein bisschen drin, falls irgendjemand was Neues braucht. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alle Jute und bis dann. Tschüss. Tschüss.